Hallo, schönen guten Abend hier aus der Noé Boutique in der Frankfurter Innenstadt. Wir befinden uns zwischen der Börse und dem Eschesheimer Tor. Ich heiße Mariana und bin die Geschäftsinhaberin. Zusammen mit meiner Schwester Michela führe ich das Geschäft. Hallo, guten Abend auch meinerseits. Und wir werden heute euch die neuesten Outfits zeigen, die ganz frisch reingekommen sind. Wenn euch irgendwas gefällt, ihr könnt uns direkt über Facebook kontaktieren oder auch über WhatsApp oder auch telefonieren unter 01 77 70 45 292. Auf unserer Webseite unter Click und Collect, da könnt ihr auch schon die ersten Outfits sehen. Und es geht schon los hier mit dem neuen Strick von Riani. Heute ist dieser Pullover reingekommen und ich liebe es schon jetzt. Und zwar, ihr seht schon, was der Hingucker ist, das sind hier die Federn. Es ist ein feiner Strick, es ist ein bisschen transparent und durchsichtig. Und unten drunter habe ich ein ausgefallenen Top angezogen mit Blumenprint. Und zwar, hier sieht man das mit einem Halbarm. Es ist eng geschnitten, man könnte es natürlich auch so tragen oder unten drunter. Das Besondere, ich finde es cool, es bricht auf, es kommen ein bisschen so die 80er kommen zum Vorschein. Und die 90er. Und das Coole ist, wenn ihr einen Pullover findet und ihr wollt ihn unbedingt haben, aber er kratzt, weil er Wolle hat oder Schurwolle, dann hilft natürlich auch so ein Top unten drunter, denn es kratzt nicht und es ist einfach modisch und hält schön warm. So, dazu habe ich eine Hose von Marc Aurel kombiniert. Übrigens, das ist ein Pullover von Riani, falls ich es nicht gesagt habe. Und, nee, von Leo Joe, und auch das Top ist von Leo Joe. Die Hose ist hier von Marc Aurel. Es ist eine Marlene-Hose. Oben High-Waist, hochgeschnitten. Und dann hier ein weites Bein und gerade geschnitten. Insgesamt ist es eine 7/8-Hose. Und das Schöne ist, sie hat einen Gummizug am Bund. Die hat hier einen Gummizug. Das heißt, man kann ein bisschen mehr essen und es drückt nicht. Und die Tage werden kälter. Danke, Michela. Ja, die werden jetzt. Und wir fangen an zu frieren, weil es kalt wird. Also brauchen wir so langsam bald eine Winterjacke. Hier sehen wir von unserem Lieblingsjackenhersteller Rottenblue das neue Teil, was heute erst reingekommen ist. Die Jacke ist eine Jacke, die nicht aufträgt. Das ist wirklich wichtig bei Winterjacken. Man sieht es bei vielen, die tragen auf, halten vielleicht warm, aber machen einen auch ein bisschen weit. Und diese Jacke ist, die macht einfach schlank. Sie hat eine protected Oberfläche und zwar kommt hier kein Regenwasser durch, auch kein Schneewasser. Wir haben das alles mit den Vorgängerjacken von den letzten Jahren getestet und wir können es bestätigen, dass es so ist, wie der Hersteller es sagt. Hier haben wir eine Kapuze mit Echtfell und was ist noch besonders zu sagen? Ah, und hier haben wir auch einen Gummizug im Ärmel, da kommt einfach kein Kaltwind durch. So, wir führen die Jacken in den Größen 34 bis 44, aber auch alle anderen Teile, die ihr seht. So, danke Michela. Ich gebe dir die Jacke, weil die hält einfach warm. Es ist schon sehr warm. Hier sehen wir ein Outfit von Riani und zwar ein Cape. Ein Cape ist absolut angesagt. Hier sehen wir in einem College-Format. Oben sehen wir das am Kragen. Wir sehen das auch am Ende des Capes. Es hat einen kantigen Schnitt und zwar ist es hier offen und beige ist eine ganz starke Trendfarbe. Kann man zu sehr vielen Sachen kombinieren. Es geht ja auch los mit der Zeit, Lederjacken zu tragen. Und wenn es kühler wird, kann man einfach eine Lederjacke unten drunter tragen und halt ein Cape einfach drüber. Und Michela, möchtest du noch gerne was sagen? Ja, das Besondere auch an dem Cape ist natürlich der Reißverschluss. Das ist ein besonderer Cape, den man auch verschließen kann. Und natürlich auch hier der Basketball-Kragen. Das ist nämlich auch ganz, ganz besonders. So, und dazu haben wir eine wunderschöne ausgefallene Bluse im Popcorn-Print angezogen. Und so sieht die Bluse aus. Es hat einen Stehkragen. Und hier hängende
Helfen wir gerade Kordeln. Man kann sie natürlich zu einer Schleife binden oder einfach hängen lassen. Hier auch durchgeknöpft. Und die Knöpfe haben genau den gleichen Popcorn-Print wie die Bluse. Es ist eine reine Viskose-Bluse. Total angenehm. Also wunderschön. Es ist einfach ein Hingucker-Print. Lohnt sich. Denn wer hat schon einen Popcorn-Print zu Hause? Dazu passend die Business-Hose von Riani, auch hier in einem High-Waist-Schnitt. Es hat insgesamt einen Karottenschnitt, das heißt oben weit, an den Oberschenkel weit und der Beinverlauf ist insgesamt etwas enger. Der Poncho kostet 399, die Bluse 199 und die Hose 249. Und jetzt übergebe ich an Michela, die wird euch auch wunderschöne Herbstlooks präsentieren. So, auch meinerseits nochmal einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. So, am besten komme ich gleich jetzt zu meinem Look. Und wie ihr seht, wir präsentieren heute Abend die Riani-Looks und eins davon habe ich auch heute an. Das Besondere dieser Saison sind die Hemdblusen. Die sind total im Trend mit liebevollen Details. Eine davon habe ich jetzt an. Ihr seht auch hinten ganz frech mit dem Gummizug in der Faltenlegung an der Schulterpartie. Die Bluse wirkt unten etwas länger wie in dem Vorderbereich. Auch liebevolle Details hier seitlich mit den Schlitzen. Und natürlich könnt ihr die Bluse auch ganz frech schnüren. Also da bleibt einiges offen, wie man die stylen kann. Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Dezent, dann wirkt das Outfit auch ganz, ganz anders. Also hier auf Figur geschnitten, also die Blusen, wie gesagt, total im Trend. Ihr könnt sie hängen lassen, ihr könnt andere Schnürungen machen. Wichtig ist bei so weiten Blusen einfach, dass ihr drunter immer was Enges anzieht, sei es ein enger Rock oder eine enge Leggings. Und ein Must-Have der Saison sind natürlich die veganen Hosen, die wir jetzt hier auch haben. Und hier habe ich eine Petrolblaue von Riani. Also die schmiegt sich oder passt sich dem Körper so wunderbar an. Und das Besondere ist, man denkt, es ist echtes Leder, es ist kein echtes und ihr könnt die Hose auf 30 Grad waschen. So, Mariana gibt mir gerade einen Mantel, auch für mich wird es jetzt spannend in dem Herbst. Wir brauchen Übergangsmäntel. Hier in dem petrolfarbenen Ton. Das ist einfach toll gemacht. Also sehr leicht von der Haptik, hohe Wollqualität, sehr leicht vom Gewicht. Und das ist unser Bestseller. Wenn ihr Ängste habt, dass der Ärmel zu kurz ist, ihr könnt auch den Ärmel hier aufkrempeln, dann ist er auch etwas weiter. Also richtig ein toller Look. Und das Besondere ist wirklich, spielt mit Materialien, Leder, mit Wolle, mit Federn. Seid einfach experimentiv und macht das Beste draus. So, Mariana, dann übergebe ich dir den Mantel. Dann kommen wir hier zu dem nächsten Look. Hier ein Riani-Kleid. Das kleine Schwarze braucht jede Dame in ihrem Kleiderschrank. Wir können jetzt in die Oper, in Restaurants. Das Besondere ist wirklich hier der Ärmel. Er ist hier etwas enger verarbeitet, dann hier mit einer tollen Faltenlegung und ihr seht, dass die 90er brechen hier hervor, dass man die Schulter noch mehr in Szene setzt, ein tiefer V-Ausschnitt und das Kleid fällt in eine leichte A-Form. Was besonders an dem Kleid ist, ist das Material. Es ist ein Kofferkleid, das heißt, wenn ihr auch beruflich viel unterwegs seid oder auf Reise, es knittert nicht. Ihr könnt es einfach waschen, aufhängen und ihr habt das Bügeln gespart. So, dann kommen wir zu dem Preis. Der Preis ist auch heiß. Kleid von Riani nur 229,95. So, natürlich möchten wir jetzt auch die Business-Dame nicht vergessen. Hier haben wir einen total mega coolen Look von Riani. Ihr seht hier die kastenförmige Jacke, also wie eine Hemdbluse geschnitten, kurze kastige Form, auch hier dezent mit den Klapptaschen, hervorstechen jetzt hier die schwarzen Knöpfe und der kleine Kragen. Und drunter könnt ihr unter so einer Jacke
auch unsere Basic-Shirts anziehen. Mariana hat es mir schon vorbereitet. Auch ein schwarzes. Es wird immer kühler. Also ihr könnt die Jacke ohne Bluse, ohne das Rip-Shirt anziehen. Wenn es aber kühler wird und ihr hier Probleme um den Hals bekommt, dann einfach so ein Basic. Das Basic empfehle ich euch. Kann ich dir das, Mariana, geben? Es gibt es auch noch mal in Rot. Ihr könnt, also total angesagt sind weiterhin die monochromen Looks. Auch hier ganz super passendes Shirt dazu. Also diese Basics-Teile, die passen super auf Anzüge, auf jede Farbe. Da haben wir noch einiges in verschiedenen Farben. Kommt einfach vorbei und dann könnt ihr das auch entdecken. Dann kommen wir zu den süßen Rock. Hier Mini-Rock, etwas, die Dame ist, man muss auch sagen, sehr, sehr groß. Also ungefähr knieumspielter Rock, also nicht zu kurz. Gerade fürs Office empfehlenswert. Leichte Eingriffstaschen, wie ihr seht. Dann auch hier die Knöpfe sieht man nochmal separat. Und um die Teile herum ist ein Gummizug verarbeitet. Genau, dann kommen wir hier auch zu dem Preis. Die Jacke kostet 349,95 und der Rock 199,95. So, Mariana, dann würde ich das Wort wieder an dich gerne zurückgeben. Ja, bleib doch hier, Michela, denn wir sind auch schon zum Ende dieser heutigen Show gekommen und wir würden uns freuen, wenn ihr ab jetzt jeden Dienstag um 19.30 Uhr einschaltet. Auf euren Wunsch hin haben wir das jetzt von Mittwoch auf Dienstag verlegt. Und was ganz wichtig ist, soll ich es verraten online? Ja. Und zwar, wenn ihr am Samstag, kommenden Samstag, der 24. September, noch nichts vorhabt, herzliche Einladung zu unserer Noé Modenschau um 18 Uhr hier in der Boutique. Ihr müsstet euch allerdings anmelden. Es ist geschlossen, in einer geschlossenen Gesellschaft unter der Handynummer am besten 0177 7045 292. Schaut einfach vorbei, es gibt noch mehr zu entdecken. Es sind immer nur kleine Häppchen, die wir euch präsentieren. Und wir freuen uns nächste Woche am Dienstag wieder, dass ihr dabei seid. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.